Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das erste Video nach ganz schön langer Zeit. Und das erste Video in dem Jahr? Ja, eventuell. Heute geht's wieder auf ein Konzert, wie auch schon im letzten Video. Wir werden euch auf den Weg dahin mitnehmen, auch noch ein paar Worte zu unserem Kanal sagen, aktuell. Ja, für uns geht's heute aufs Kontra K Konzert. Ich denke, die meisten kennen ihn von euch. Das ist halt ein ziemlich bekannter Rapper, der auch sehr motivierende Musik macht, finde ich. Also sehr stark auf jeden Fall. Ja, das Konzert ist übrigens in Leipzig, also von uns jetzt 2 Stunden weg so ungefähr. Können wir schnell mit dem Auto fahren. Wir werden dann später einen kleinen Real Talk starten. Ja, und jetzt geht's auch los. Was machst du hier noch? Mittlerweile 17 Uhr. Wir sind seit einer Stunde unterwegs und dachten uns, bevor es jetzt gleich dunkel wird, können wir unser kleines Real Talk-Ründchen mal starten hier aus dem Auto. Bin fertig währenddessen. Ich hoffe, wir bauen keinen Unfall währenddessen. Naja, sind wir nicht so sicher, aber. Wenn du schaust, am besten auf die Straße. Also ganz vertraue ich ihm noch nicht. Aber ja, er fährt schon nicht schlecht. Wir haben uns gerade einmal verfahren. Also, ach du Scheiße! Ja, Wetter ist übrigens auch scheiße, seht ihr vielleicht anhand meiner cinematischen Aufnahmen, die ab und zu mal reingespielt werden. Erstmal die erste Frage, warum kam so lange kein Video? Jetzt muss man erstmal eine Antwort überlegen. Nee, einmal natürlich aus zeittechnischen Gründen. Also, wir sind halt viel beschäftigt. Finn macht ja auch sein Abitur jetzt. Er hängt sich da auf jeden Fall viel rein, lernt natürlich viel, wie man da halt von ihm gewohnt ist. Und ja, bei mir halt auch ziemlich viel Stress jetzt, 11. Klasse. So haben wir ja schon gesagt, gerade zeitlich immer ein bisschen schwierig. Ja. Mit der Schule und so. Und wenn man dann halt mal noch ein bisschen Zeit hat in den Ferien, macht man halt andere Sachen in der Zeit. Wir sind auch noch nicht mehr im Flow drin, müssen wieder in den Flow kommen. Ist natürlich noch die Frage, wie viel haben wir abgenommen? Abos oder am Gewicht? Abos natürlich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das interessiert mich. Junge. Na, hör mal! Darf ich nass werden? Ich nass werden darf? Mhm. Eigentlich nicht. Ja, wir haben uns jetzt hier mal eine kurze Pause gegönnt an einem schönen Rastplatz. Wetter ist halt auch nice. Sieht man das? Ja, wir fahren jetzt auch gleich weiter. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Lauter! Ja, wir werden auch gleich weiterfahren. Genau. Ja, weiter geht's. So Leute, ich habe mir jetzt hier vom Edeka eine praktische Pizza geholt für 1 Euro aus dem Backshop. Ist natürlich jetzt kalt, aber mal schauen, was sie bringt, so, wie sie schmeckt. Ich würde sagen, von 0 bis 10. Kriegt 8 Punkte. Ist sehr genießbar auf jeden Fall. Das ist gerade nicht dein Ernst, oder? Hör mal. Dezent, wir wussten ja gerade absolut nicht, was wir mit einer Straßenbahn machen. Wir aus dem Dorf kennen halt sowas leider nicht auf der Straße. Aber da ist gerade eine Straßenbahn vor uns gefahren. Wir dachten, was soll denn jetzt? Was ist denn da jetzt los? Hm. Ja, das war die Box. Bitte in 700 Metern geradeaus fahren. Meter, sieht man gerade nicht. Geradeaus fahren. Stark, starke Ansage. Wir wollen jetzt gleich zum Konzert. Wir nehmen jetzt die Käfte unserer Mutter. Wir haben gerade schon gemerkt, beide Speicherkarten sind voll. Super Voraussetzung. Ja, wir gehen jetzt los. Wir sehen uns dann hoffentlich auf dem Konzert. Ich hoffe, wir finden auch wieder zurück später, heute Nacht. Das sind so 2 Kilometer, die wir jetzt laufen. Wird schon, denke ich. Wird schon!